Nach einem illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Moers hat das Landgericht Kleve den 22-jährigen Fahrer wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Raser habe die Möglichkeit des Todes anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf genommen. Die Geschwindigkeit sei halsbrecherisch gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Bei dem Zusammenstoß des hochmotorisierten Wagens mit einem anderen Fahrzeug im April 2019 starb eine 43-jährige Mutter von zwei Kindern. Den zweiten Angeklagten, der das andere Auto bei dem Rennen gesteuert hatte, verurteilten die Richter zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft.